Ja, Abenteurer, willkommen zurück zu Elden Ring. Und ihr seht schon, wir hatten ja letzte Folge das hier alles abgegrast und sind jetzt hier in den Fahrstuhl hinuntergefahren und haben wieder ein Outfit gewählt, was jetzt höchstwahrscheinlich, oder sage ich mal zu 99% unser Outfit sein wird. Jetzt habe ich die Schnauze voll vom Rumprobieren. Ich will jetzt endlich mal so mich selbst ausdrücken in meiner Heldenhaftigkeit. Und ja, wir werden den Bluthund Kyras nehmen und na, also hier mein Zweihandschwert mit Blitz verzaubern und dann das Uchi-Katana für fleischige Gegner nehmen. Und ja, soweit sind wir erstmal. Und wo wir gleich hinkommen, werden wir auch diesen Zauber und diesen Zauber brauchen. Ansonsten habe ich jetzt nochmal angepasst. Ihr seht schon unten die Boli, also ihr wisst wahrscheinlich, was kommen wird. Oh ja. Oh, geheilt. Du bist der Erste. Aus dem Weg. Okay, Leute, ich muss umdisponieren. Oh. Huiuiuiui. Ja, Talisman habe ich dementsprechend natürlich auch angepasst. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Uns erwartet etwas nicht so Freudiges. Aber das hier ist ein nices Bild. Also wenn ein komplettes DLC rauskommt, das so aussieht und ich in einem riesen Vampirschloss umherwandern muss, gerne. Gerne. Aber es ist nicht nur ein Vampirschloss. Gleich wird uns gezeigt, was die größte Herausforderung sein wird. Fahrstuhl. Mann, der braucht aber lange. Da gibt's kein Trinkgeld heute. Und hinunter. Ich hasse diese Todessache. Ja, wir haben hauptsächlich Immunität gepusht. Weil wir jetzt in große Fäulnis geraten. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr hier seht. Den Fäulnissee. Och nee. Ja, erstmal speichern und den Rückzugspunkt aktivieren. Ja, und ihr seht jetzt schon, ne? Das brauche ich, um die Fäulnis zu heilen. Ich weiß nicht, ob die beiden Bass was bringen. Das teste ich jetzt gleich mal. Das ist ein riesen Ding. Wie soll ich da denn unbeschadet durchkommen? So, Fäulnis bitte her. Okay. Ja, da weiß ich ungefähr, kann ich mir denken, was weggeht. Ich will nur gucken, ob diese Buffs mit Blitz und Verteidigung. Irgendwas dagegen machen. Ist das schön. Ne. Immer noch dasselbe. Okay, jetzt weiß ich aber, ich muss mich nicht extra buffen und Mana verschwenden. Sondern kann mich völlig auf hier, Heilung über Zeit. Und dann Scharlachfäule wegmachen. So, das Item habe ich schon geholt. Der Vorteil von meiner momentanen Waffe ist natürlich der Bluthundschritt, den ich sowieso liebe. Okay, da muss ich jetzt hin. Kein Problem.
Okay, ich könnte das jetzt sofort teilen. Mache ich auch. Denn das ist mir durchaus... Ich kann jetzt ja auch Schnellreise machen, immer wieder. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie drauf stehen kann. Nee. Das Fernrohr wäre vielleicht nicht schlecht, um hier zu gucken. Ich werde ich jetzt erstmal nicht nutzen. Die Body habe ich auch. So. Ist das eine... Das ist halt die Frage, ne? Man sieht halt so schlecht. Da ist eine Ruine. Da komme ich her. Die Frage ist, von wo aus bin ich schneller? Von hier oder von da? Ja, direkter Weg da ist wahrscheinlich schneller. Deswegen mache ich mal den Teleport. Den Teleport. Und los. So, wieder die Body einstecken, falls ich nicht mal genügend Zeit zum Heilen habe. Ach, ich war doch Heilung über Zeit. Wow, da ist noch ein Gegner. Kann ich auf den Pilzen stehen? Ist das so ein... Okay, ich gehe erstmal dahin. Da könnte es eine Karte geben. Karte! Noch ein Item. Whoa. Shit. Shit. Oh, doch nicht shit. Das war ja mega gut. Hauptsache, das geht nicht nach einer gewissen Zeit wieder. Natürlich gibt es hier folgendes Fett. Ja. Euch mach ich platt. Puff time. Komm an. Jo, der nächste. Ja, schönen guten Tag. Und raus. Nee, was für... Wieso springst du denn zurück? Okay, 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 okay. Dann muss ich hier erstmal bleiben, bis die Fäulnis wieder weg ist ein bisschen. Alter. Stimmt, ich war ja wie gesagt schon mal in Einzel. Aber... Ah, Heilung über Zeit könnte ich wieder erneuern. Brauche ich überhaupt? Nee, noch nicht. Hier, da renne ich jetzt dahin. Shit. Okay, dann gehe ich jetzt dahin. Das Item brauche ich noch. Oh, kein Mana. So, jetzt kann ich langsam wieder Heilung über Zeit aktivieren. Jetzt habe ich es wieder doppelt, das ist schon mal gut. So, und jetzt brauche ich dich, mein Freund. Dann gehe ich gleich wieder da drauf und los.
Nein, 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 nein. Ich fähr auf Bolzen, bin ich ja hin. Dunkelschmiede Stein 7. Ja, 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 ja. Schnell umschauen. Nochmal dahin. Kein Mana mehr. Keine LP mehr. Oh, Schmetterlinge, die nehme ich mit. Ionischer Schmetterling, kenne ich gar nicht. Okay, es wird kritisch. Heilung. Na, wieso habe ich denn... Okay. Heilung. Wieso wächst ich denn immer wieder... Finally. Oh. Okay, okay, okay. Also bei Gift war es ja so, wenn ich mich rolle, steigt das ja noch schneller. Und bei Feude glaube ich auch. Okay, okay. Ich verstehe dich. Ey, die Tränke werden rar sein. Man hat ja auch keinen Bock. Du misswandst. Du Drecksau. Ich wusste es. Diese Dreckschweine. Ja. Ja, ja, waren zum Glück nur 18.000. Hab vorher noch gelevelt. Muss ich das alles wieder aktivieren, okay. Aber wenigstens habe ich die Items gesammelt. Nee, ist noch aktiviert. Super. Aber die Gegner werden wiederkommen. Deswegen werde ich gleich hier mit hantieren. So, noch wer ohne Fahrschein. Bab. Bab. Weg mit dir. Brauch gleich Mana. Ich brauch's eigentlich jetzt schon. Okay, pass auf. Dann mache ich so. Holen wir dich. Trigger die. Renn zurück. Nicht ducken. Nicht ducken. Mach dich. Mach dich. Ich war schon immer gut im Dart. So. Okay. Situation erstmal geklärt. Aber es waren vorhin drei da. Das heißt... Da wird sich wohl noch einer zeigen. Oder? Ich mache hier mal den.
Alter, jetzt. Pace ich. Yeet. Okay. Mana. So. Jetzt kommen Gegner. Komm schon her. Was ist los? Genau, ey. Genau, springen einfach immer in die falsche Richtung. Komm her jetzt. Ja! Auch das Katana verfehlt. Nee, 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 nee. Was ist das? Ist das ein Gegner? Das sieht aus, als ob das ein roten, als ob das da die Kapuze ist hier, da über dem Zeichen. Kapuze, Kopf. Aber ist das dann so eine Hand? Oder ist das sowas wie Godric? Oder was soll das sein? Vielleicht wäre es doch sinnvoll. Euch brauche ich eh nie wieder. So, was mit Fäulnis zu nehmen, was keine Fäulnis bekommt. Also dich. Aber Fäulnis gegen Fäulnis macht keinen Sinn. Vielleicht etwas, das fliegt. Plus 4. Das Einzige, was fliegt, oder? Lass mal ausprobieren. Vogel, hol mir die Items. Ich habe keine andere Wahl. Ja, ich hab's doch gewusst. Drachensoldat, ja natürlich. Na klar. Ohne mich. Ich suche mir erstmal einen Rückzugsort. Na, alter Schwede. Kann ich dich da hinterlocken? Shit, 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 shit. Holy shit. War der nah. War der nah. Ja, ja, ja. Ja, da kommt mir wenigstens hinterher. Sehr schön. Komm ruhig mit, mein Freund. Die spawnt? Die spawnt. Hoi, hoi, hoi. Hat ich einen Schiss. Okay. Ich muss erst mal probieren, die ganzen Plattformen zu machen. Oder vielleicht gibt es ja auch eine Option, den See zu leeren. Also gehe ich erstmal zurück, setze mich ans Feuer. Kann ich auch porten eigentlich? Ja, stimmt. Alter, hat ich, wo ich mich umgedreht hatte, war ich erschrocken. Wahnsinn. So, erstmal alles wieder beim Alten, ruhig. So, jetzt muss ich mal überlegen. Der Drache ist im Fäulnissee, also wird der, die Fäulnis ja nicht viel bringen. Also im Fäulnisgeist. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal den Weg da nehmen. Und ich muss das Ducken rausnehmen. Das ist ja absolut tödlich. Njong.
Okay, was sind das hier für Blumen? Verblasste Erden, irgendwas. Okay, nehme ich mal mit. Ich will auch natürlich an die Ruine. Da gehe ich jetzt hin. Ja, ob das eine gute Idee war? Wer weiß das schon? Ja, ich hab's doch. Ey, ich hab's doch gewusst, dass da jemand lauert. Okay, dich mache ich so platt. Pass auf jetzt. Ja, genau, Katana! Ich hör was tapsen. Noch jemand? Ja, natürlich. Ich muss mir die Lore zu Godwin unbedingt nochmal angucken, warum diese Augen überall sind. Er ist ja Prinz des Todes, Todeswurzel. Die verbreiten sich ja überall. Okay, also wegen diesen Dunkelstein Nummer 7 bin ich jetzt hierher gekommen. Das kann ich noch vielleicht darauf. Probieren. Probieren, 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 probieren. Ja, so halb. Kann ich hier warten? Kann ich... Nee. Heieieiei. Bin mal kurz hier oben. Macht euch keinen Kopf um mich. Wenn jetzt noch der Drachenritter kommt. Dass ich auch immer diesen Frontstep mache. Ich würde mir gerne das Mana sparen. Weil hier wahrscheinlich alles wichtig ist, aber... Komm hoch hier, komm. Oder vielleicht auch nicht. Alle Flasks wieder voll, sehr schön. Mach ich mal kurz den. Zack, zack, zack und zurück. Na, 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 na. Ey, dieser Drachensoldat, ich habe keine Ahnung, wie ich den hier... Also ich werde den im Blutsee gar nicht machen können, außer ich mache exorbitanten Schaden. Und dafür müsste ich... Er hat ja auch Blitzangriffe, oder? Das heißt, ich könnte nur dich nehmen. Let's go. Ja, 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 so rum. Okay, ich umtänze ihn erstmal, wenn mir das gelingt. Ja, sehr schön. Okay, Schwert und Buff. Ich weiß halt nicht, wann er triggert, ne? Wenn ich ihn trigger und mich dann erst buffen muss, dann ist die Zeit um. Ich könnte schon mal einen Begleiter rufen. Nimmst du Schaden? Das wäre gut zu wissen. Denn du bist ein wahnsinnig guter Tank. Aber ob du Schaden nimmst, das ist die Frage. Du bist ja kristallin. Auf dich dürfte ja sowas wie... Freundes überhaupt nicht ansprechen. Oh ja, sehr gut. Ich verstehe. Trotzdem gucke ich erstmal weiter. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich mache das am liebsten jetzt, weil wenn ich drauf warte, verliere ich zusätzlich noch Leben und nicht nur Mana. Vielleicht kriege ich noch mehr Schalter. Ich müsste für den Rückzug noch die anderen Plattformen aktivieren, oder? Ja, schwierig. Okay, ich bleibe erstmal so.
Komm noch ran hier. Ja, du bist gemeint. Hallöle. Ja, kommt mal mit. Ah, es ist mir hier zu dumm. Okay. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ihr wisst ja, was ich mache. Ich hatte ihn lange nicht. Ich glaube, gerade hier wird es mal wieder Zeit. Bin ich jetzt große Last? Ja, shit. Wo waren denn die Bluthundstulpen immer noch groß? Ja gut, das Katana brauche ich momentan eigentlich nicht. Denn euch kriege ich auch so glatt. Nein! So, Blutung und Gift. Ich pulle mit Blutung. Ja, genau. Mann! Ey. Ja. Genau. Erst fliegt er drüber und dann bleibt er hängen. So mag ich das. Okay. Giftpfeil, Feuer! Okay, eigentlich brauche ich euch ja nur pullen und damit ein Schwert platt machen. Puh. Und da soll ich jetzt reinrennen oder was? Komm jetzt, ich habe nicht ewig Zeit. Schön aufpassen, nicht sterben an der Todespest. Was war das gerade für ein grünes Leuchten? Ah, das ist meine ATK-Erhöhung, wenn Fäulnis in der Nähe ist. Oder? Aber warum hatte ich das vorhin nicht? Ah, ich liebe diesen Giftbogen. Obwohl ich nie auf Gift gespielt habe, mein ganzen Leben. Ja, ja, du darfst ruhig näher kommen. Noch ein paar Blutungspfeile vielleicht. Ja, und da schlägt die Blutung zu. Okay, jetzt dürfte nur noch der drinnen da sein. Das heißt, ich greife von hinten an. Komme ich da lang? Da ist momentan zu. Okay, los. Sag bloß, ich habe jetzt... Das war jetzt alles für den Arsch. Ist hier nix?
Hatte ich hier schon was geholt? Ein Item oder so? Ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern. Also es sieht nicht danach aus. Vielleicht war das auch einfach nur dafür da, die Flasks wieder zu füllen. Ah, da komme ich oben drauf. Okay. Ah, Schmetterling. Okay, so, jetzt muss ich wieder zurück. Upp. So, jetzt werde ich Scharlachfelder haben, bis ich da drüben bin. Außer ich warte ein wenig. Na, hat nicht gereicht. Ich guck noch mal kurz. Nee. Nö, 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 nö. Nee, nee, nee. Also hier... Also ich sag mal so. Wenn du ein geächteter und gejagter Gegner bist von irgendwem... Dann macht es doch wirklich Sinn, sich da oben eine Hütte hinzubauen. Pilzkrone. Honig runterfallen, mein Freund. Dafür war dieses Ding, okay. Ja. Mhm. Verstärkt eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Gift oder Fäulnis leidet. Also ich. Aber hier steht jetzt Immunität. Vielleicht sollte ich mir eine Rüstung mit Immunität anziehen fürs Umherspringen das nächste Mal. 46, 4. Ja, es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Pilzkopf. Ja, wäre eine Idee. Hätte ich jetzt noch mehr. Ich habe doch diese Pilzrüstung noch. 50 Immunität. Stimmt. Was habe ich denn eigentlich noch so? 44, 46. Scannen, 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 scannen. Immunität. Immunität scheint nicht höher zu gehen. 50. 102. Holy shit. Wird ja immer mehr. Okay, ich glaube, das wird wohl das Maximum sein. 102. Na, dann machen wir mal den Pilzmann. Nur für die Dauer natürlich. 25, 34. Okay. Ich fühle mich heute irgendwie anders. So verpilzt. Aber steigen scheint die Fäulnis trotzdem noch so wie vorher. Ja, wow, nimmt mir genauso viel weg. Was ist denn das für ein Quatsch? Also bitte. Und langsamer runtergehen, schneller runtergehen tut es auch nicht. Ich raff das nicht. Immunität steht doch da. Fäulnis. Bab. Je höher der Wert, desto weniger anfällig seid ihr. Gift und Fäulnis. Es nimmt genauso viel ab. Steigt genauso schnell gefühlt. Also, du hast ja nicht mal einen merkbaren Unterschied. Da, das klettert hoch, wie bekloppt. Oder geht das langsamer?
So, der Drachenritter-Soldat. Okay, ich müsste dann nochmal zurückporten, die Plattform aktivieren, weil... Naja, gut, ich könnte es probieren. Aber das bringt ja... Also, bitte. Ist ja völlig von Arsch. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Kacke aussehen und keine Veränderung im Status. Okay, da muss ich mich buffen. Ich glaube, er macht aber Blitzschaden. Das werde ich aber, denke ich mir, ziemlich schnell erleben, was er nun wirklich tut. Jetzt gucke ich aber nochmal hier um die Ecke. Nö, da ist nichts. Da hinten ist noch ein Item. Na gut. Dann probiere ich jetzt meisterhaft zu springen. Es könnte schon schneller hochgehen jetzt, ne? Okay, ich müsste also hier hinkommen, um dich zu aktivieren. Okay, also ich sehe es ein, dass es sinnvoll ist, von da aus nochmal neu zu kommen mit vollen Flasks. Die Frage ist, wie weit lohnt sich Mana? Lohnt sich hier vielleicht nicht eher... Ich habe 9 zu 5. Da macht es vielleicht mehr Sinn, mal so zu machen. Damit ich mich zwar trotzdem immer noch buffen und die Fäulnis wegmachen kann, aber... So. Jetzt muss ich nur auf vernünftigen Wege da hinkommen. Ja. Und geschafft. So, bevor ich was verliere, nehme ich lieber jetzt. Weil ich habe ja keine Zeit. So, jetzt wäre doch der direkte Weg dahin an Sinnvollsten. Frag ich, warum er an der Fäulnis stehen kann. Okay, er ist vielleicht ein Geist. Da muss ich hin. Und tschüss. Komm nur her, du. Na ja, komm nur ran. Alles wieder voll. Sehr schön. Ah, dies ist noch aktiviert. Sehr gut. Okay, dann könnte ich jetzt rein theoretisch direkt hin mich buffen. Dich hau ich noch rein. Jetzt habe ich keinen Blitzzauber. Moment. Ja, ich würde gern dich rufen, aber dazu fehlt mir die... Sogar mit Fäulnis an. Nee, doch nicht. No.
Ich muss hier weg! Wurscht. Ey, du triffst den einfach nicht! Ja, genau. Du Mistsau, Alter. Holy shit. What? Was war denn jetzt? Ich wurde von links geschlagen, aber... Ja, Marikas Fall, bitte. Keine Lust, da nochmal hinzurennen. What? Wo habe ich denn jetzt bitte Schaden bekommen? Okay, zuerst, mein Freund, hole ich dich. So. Dann wird wild gebufft. Jetzt gnade dir Gott, jetzt baller ich dich mit allem zu, was ich habe aus der Entfernung. Zuerst muss ich um meine Runen. Dann werde ich wohl zuerst dich wieder brauchen. Dich mache ich auch gleich rein. Aber vielleicht mache ich eher dich rein. Denn du haust ganz schön rein. So, Blitzattacken! Bam! Kein Mana? Shit! Geh ich nehme lieber das Schwert. Komm, hau ihn zu mit Blitzsperren! Ausweichen und zurück. Ja, komm, Falle! Weg hier, weg hier, weg hier! Da kam er von hinten! Ja, aber die Taktik ist klar. Komm, fall noch bitte, bevor ich wieder auferstehe. Fall doch! Nein! Aber so viel Angst, wie ich am Anfang vor der Scharlachhöhle hatte, so spannend ist der Kampf in dieser Umgebung aufgrund der Taktik, die ich fahre. Okay, Runde von 9. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal wieder einen schönen Giftpfeil ins Gesicht. Ich muss auch bedenken, dass ich die Scharlachfeule so schnell es geht wieder weghau. Jo, ach, hau ich den noch rein? Nehmen wir neue. Jetzt geh ich hier rauf. Geh hier rauf. Oh, vergifte. Ja, er ist vergiftet. Sehr schön. So, jetzt mache ich wieder den. Uah. Komm ran hier.
Shit. Ja, ich habe gesagt, ich kämpfe wieder hier im Nahkampf, aber hier ist das ja wohl mal ziemlich dumm. Wow, Freundchen. Ich hau mal kurz ab. Und hinüber. Ey, der Kristallin ist so ein nicer Tank, ey. Reicht nicht? Dann mache ich den. Komm, vergifte schwer, wenn ich das hinkriege. Ja. Wow. Sicher, sicher. Ich habe nicht mal viel Mana. Ja, und er ist tot. Na. Drachenschuppenklinge. War das nicht so eine Art Katana? Gleich mal gucken. Ich glaube ja, das war eine der wenigen Waffen, die mit in der... Ja. Eisblitzschwert. Holy moly. Führen könnte ich es. Den Bogen lasse ich erstmal noch drin. Ich will es ja nochmal ausprobieren. Ja. Okay. Ja, es ändert sich immer bei dem Backstab. Leider nur der leichte Angriff beim nach vorne pacen. Aber es sieht schon nice aus. Starben kümmerlich und fahler Abklatsch der einstigen Herrscher der Lüfte. Aha. Schotter, geschärfte Schotterschuppen. Das sind ja die Dinger, die wir bei den ganzen Drachen immer finden. Also die werde ich nicht umändern können. Also lohnt sich diese Waffe rein theoretisch nur. Von einem Geschicklichkeitsbild. Ja. So, jetzt bin ich ja aber noch nicht durch. Hab aber auch keinen Mana mehr. Ich will ja schon noch da hinten hin. So. Und da muss ich ja auch noch hin. Okay. Düss. Item sammeln. Blitzsichere Leber. Scharlachfeile. Okay, immer mit der Ruhe. Hier lagen doch drei Items. Da liegt doch noch eins, wusste ich doch. Ja, also als ich anfangs den Drachen da gesehen habe, dachte ich mir, okay, das wird nie was. Rune 7. Okay, dann hilft jetzt nur noch eins. Wieder mal den allbekannten Port. Die Flasks wieder mehr auf Mana wechseln, damit ich schnell pacen kann und mich heilen kann. Und da kann ich gleich mal probieren, rein theoretisch. Ja, 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 ja. Schon gedacht. Okay. So, ich freue mich aber, dass ich den Bogen wieder genommen habe, denn gerade hier in dem Gebiet, schön mit dem Bogen, den Leuten ins Auge, das macht Spaß. Jetzt ist die Frage. Ich kann da ja wieder lang. Das werde ich auch nutzen. Und weil ich das nutze, werde ich die Leute wieder schnell so platt machen.
hinüber und kommt raus. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bom. Mitten in die Fräse. So, ein bisschen pacen kann ich noch. Yeet. So, Mana. Schalafeule weg. Boom. Noch ein bisschen Heilung über Zeit rein. Jetzt kann ich nämlich auch dich wieder reinnehmen. Aber der hat schon ganz schön Schaden gemacht, ey. Wenn du nicht die entsprechende Rüstung trägst, solltest du dich schon darauf versteifen, eventuell Talismänner zu nutzen, die dich schützen. Jupp. Und jupp. Ausweichen. Und vielleicht den mal rein. So, und jetzt könnt ihr kommen, wenn ihr wollt, oder ihr bleibt halt da. Na, dann bleibt halt da. So. Jetzt muss ich immer noch dich anmachen. Vielleicht komme ich ja mit dir nach da links. Ah, da ist ja noch eins. So, was passiert denn jetzt? Okay, jetzt muss ich irgendwann hoch. Dich hatte ich aktiviert. Da hinten waren aber noch Frösche mit einem Item. Das heißt, ich muss jetzt bis darüber pacen. Gut. Ach nee, muss ich gar nicht. Nein. Kann ja den machen. Jo. Wupp, wupp. Ich sollte mal nach dem Fröschlein gucken, ne, die aus spawnen können. Nicht, dass sie mir wieder in den Rücken fallen. Okay, jetzt dahin. Jo. Wieder mal knapp. Sieht schon nice aus. Alter Schwede. Okay, ich will jetzt erstmal dahin. Aber bevor ich das mache, gehe ich da drauf und guck, was da drin ist. Ja. OBS ist diesmal nicht abgekackt. Wahnsinn. Aber zur Sicherheit mache ich mal kurz Start und an. Neu. Und da sind wir wieder. Sieht komisch aus. Oh ja, Rollen macht auch hier einiges aus. Kein Mana. Okay, ich gehe doch erst dahin, weil das scheint mir wohl eine Sackgasse zu sein. Und eine Kiste. Da das in der Sackgasse ist, könnte es vielleicht eine Teleportfalle sein, die wir lange nicht mehr hatten. Einfach alles Fäulnis wegbrennen. Die ganze Fäulnis raus aus dem Körper. Handbuch, okay. Was ist diese Polnis eigentlich? Ist das
Blut? Oder was? Oder ist das einfach was Pflanzliches? Weil Blutung gibt's ja schon. Ich bin wieder drauf und dran, dahinter zu springen. Ach, falsch. Mach ich auch, so. Schön, dass ihr ihn wenigstens mit Schmetterlingen erfreuen. Erstmal schön Pause machen. Und hoch. Und rein. Und danach. Boom. Und jetzt muss ich noch dahin. Du kommst als letztes dran. Ich glaube, dieser Plan ist richtig. Ja. Ja. Was habe ich denn hier noch eigentlich gehabt? Da. Ja, dann lass doch mal die Boli für den Notfall nehmen. Dann gehe ich erstmal. Und hoch. Shit. Also ich glaube, das sind einfach alles nur Körperflüssigkeiten. Plopp. Oh, Mana. Ah. Na, guck mal einer schau. Wenn das mal nicht geil aussieht. Nächster Boss. Der bricht jetzt von unten raus und ich muss hier drüber springen und den von links und rechts bekämpfen. Was ist da oben? Sind das diese Blutfliegen? Nee, das blitzt. Okay, erstmal den machen. Okay, das ist einfach nur ein ziemlich krasser Lichteffekt. Da du Blitz hast. Es ist tatsächlich ein Gegner. Boom. Boom. Okay. Du bist nicht. Nee. Scheiße, der hat Blitz. Ich muss weg. Ich habe mich mit Blitz gebufft. Das heißt, ich nehme auch mehr Schaden vom Blitz. Shit. Ich habe kein Mana mehr? Scheiße. Okay, Bogenzeit. Headshot. Yes, Headshot. Boom. Headshot. Yes. Haha. Boom. Vergifter, du Lappen. Komm schon. Du bist ja schon vergiftet. Warum so feige? Kleiner Mann. Boom. Reicht immer noch. Ja, diese Rüstung mit dem Pfeil nach unten oben links. Das heißt, ich habe einen Debuff auf Blitzschaden. Und das kann ich mir mit ihm wohl nicht erlauben. Und da ich gerade keine Waffe habe, die auf Element geskillt ist. Na. Wehe, du regenerierst dich. So haben wir nicht gewettet. Bam! Alabaster-Fürstenschwert. Alabaster-Fürstenschwert. Na. Weisheit. Sieht auch wahrscheinlich ziemlich nice aus. Ja. Alabaster-Fürsten-Sog. Größer als bei Gravitation ist der Wirkbereich. Super. Ich hab doch gewusst, dass hier ein Gegner kommt. Ich hab's schon geahnt. Und leider wieder kein Mana, weil ich so verschwenderisch bin. Nice. Das mag ich doch. Okay, dann muss ich hier wohl oder übel nochmal um die Ecke schauen, ob hier noch irgendwas Krasses liegt. Scheint aber nicht so.
Hallo? Nö. Aber jetzt nochmal rückporten. Aber ich muss noch darüber, ne? Zumindest muss ich von hier oben nochmal mit dem Fernglas schauen, ob da nun wirklich noch ein Item liegt. Wenn, dann will ich es haben. Wenn nicht, kann es gerne bleiben, wo es ist. Ich war ja da oben auf dem Gebäude. Und da waren da hinten ja noch Frösche, die, glaube ich, um ein Item herumschlawenzelt sind. Ah, da ist doch ein Weg. Guck mal. Darüber komme ich eh nicht, aber hierhin komme ich. Oh, oh. Ich habe einen Käfer. Und ich habe keinen Mana für Fernkampf. Okay, langsam runter. Schnell runter. Ich habe beinahe das Gefühl. Dass der. Ah, nee, er ist gar nicht unsichtbar. Nee, bleib doch hier. Du Drecksteil. Guck hier. Ja. Den Stein habe ich schon mal. Den nimmt mir keiner weg. Okay, wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch. Schmetterling, 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 Schmetterling. Okay, doch kein Item, nur Schmetterling. Oh. Chillt mal, Bros. Okay, kein Item, dann weg hier. Ich wollte schon sagen, hat gerade die Fäulnis aufgehört. Okay, ich sehe kein Item mehr, ohne zu blinzeln. Okay, jetzt muss ich nur noch da hoch. Und irgendwie muss die Fäulnis jetzt vergehen. Oder, ha, ich dusse. Gut, hätte sich vorher eh nicht gelohnt. Kein Mana, ist eine Boli. Okay, das könnte tödlich enden. Ich habe tatsächlich keinen Mana mehr, ey. Hm, doch, wieder. Sehr schön. Weil die Bodies sind wirklich selten, muss ich sagen. Dann nehme ich lieber das Mana, solange ich kann. So, hier oben war jetzt aber auch nichts mehr, oder? Ich muss nochmal hoch, weil ich mir nicht sicher bin. Ich weiß, ich kam nicht über den Abgrund, aber ob auf der anderen Seite noch irgendwie ein Vorsprung war, das weiß ich gerade nicht. Ne. Und dieser Sprung wird den Tod bedeuten. Dementsprechend wieder hier lang. Bam. Den Käfer habe ich auch bekommen unter Einsatz meines Lebens. Und rolle. Und los. Yeet. Pace nach vorne, mein Freund. Und nochmal. Schmetterling, Schmetterling. Ah, Schmetterling. Und jetzt, meine Freunde, begeben wir uns endlich in das große Tor des Blutflusses. Also wenn das nicht episch aussieht, ich habe schon das Thumbnail, wenn ich die Helligkeit richtig hinbekomme. Du Scheiße, geil. Oh, Leute, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja.
Freunde des Abenteuers, wenn euch der Content gefällt, dann lasst doch gerne ein Like, Comment und Abo da. Guckt nicht so tief in den blutfeuernden Fluss hinein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.